Hallo und willkommen zurück zu Timberborn und der hungrigsten Kolonie aller Zeiten. Also in 1,7 Tage steht die Dürre an. Das sollte uns nicht so drangsalieren, nicht so kritisch ist das für den Anfang. Was viel kritischer ist, wir haben gleich keine Nahrung mehr. Wir haben noch 29 Beeren und danach hört's auf. Und das Essen ist wahrscheinlich erst so in 2-3 Tagen fertig. Wenn wir Glück haben. Jetzt wäre hier die Frage, können wir hier schon ein bisschen was anstauen? Das wäre natürlich richtig genial. 1,6 Tage haben wir noch. Also wenn wir hier ein bisschen anstauen und dann immer ein bisschen was fluten, wäre doch richtig gut, bevor das ganze Wasser unnötig verrinnt. Natürlich ist immer noch der Plan da hinten, dass kaputt zu machen, die zwei Wälle, da müssen wir uns auch hinarbeiten. Aber fürs Erste würde ich sagen, stau mal doch hier ein bisschen mehr an, dann wird die Dürre noch mal einen Tick weniger schlimm für uns. Hoffentlich. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ich denke, vielleicht wird es auch schlimmer, weil dann Wasser rückläufig wegfließt. Ach was, ich glaube, das passt so. Weniger als einen Tag bis zur nächsten Dürre. Oh je, das kann was werden. Und Nahrung ist komplett ausgegangen. Noch sehe ich aber keinen pilzigen Freund, der Hunger hat. Also vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück. Und ja, füll dich hier schön. Gut, mehr bringt ja eigentlich auch nichts, aber gleich wird es wieder übertreten. Dann kriegen wir auch Wasser nach. Das ist gar nicht so schlecht. Und die ersten Kameraden leiden Hunger. Nein, das ist doch nur 58% fertig. Nein. So, da tritt's über die Ufer. So ungefähr. Ne? Muss noch ein bisschen was nachkommen. Gut, da läuft's tatsächlich rüber. Und dann wollen wir hoffen, dass es ein bisschen dieses Niveau halten kann. Oh, wird bestimmt. Wird bestimmt der Fall sein. So, priorisierte Ressource, keine. Dürre hat begonnen, nur für 11 Tage, alles klar. Das kriegt man gerade noch hin. Punkt, ihr Freunde, warum braucht ihr gerade so viel Wasser? Ich meine, drei Wasserpumpen laufen konstant. Ah, die Fässer sind noch nicht voll. Gut, wir hatten ein ordentliches Defizit. Jetzt haben wir auch mehr Fässer. Kann also gut daran liegen. Wer weiß das schon? 80%. Das heißt, am nächsten Tag ist es hoffentlich fertig. So, unser gestautes Wasser ist gut. Das behalten wir auch noch ein bisschen zurück, bis hier das Wasser weit genug abgesunken ist. Dann lassen wir es natürlich wieder rein. Habt ihr inzwischen irgendwelche Nahrung? Irgendwelche Nahrung? Nein. Okay. Müssen wir halt noch warten. Das kriegt man hin. So, da können wir aber sagen, dass die das bauen sollen. Bretter. Achso, das braucht hier wieder Rohholz. Wieso wird gerade kein Rohholz abgebaut? Arbeitsplätze müssten wir haben. Und hier gibt es eigentlich auch noch fellfreudige Kiefern. Und da kommen die ersten Möhren. Erntet so schnell ihr könnt, bevor Biber sterben. Das wäre wirklich tragisch. Ja, aber ich meine, die Dürre haben wir ganz gut im Griff. Das Faulwasser ist so das Problem. Das gehen wir gleich an. Will nur schauen, dass sie hier wirklich mal sich wieder satt fressen. Da ist der erste Satte. Und da ist der zweite. Schön die Möhre. Nicht verschmähen. Es wird euch gut gehen. So, da haben wir natürlich noch was, was wir bauen müssen. Ach, das wird gerade gebaut. Naja, fantastisch. Da braucht man aber Planken mehr. Wieso wird das hier nicht gebaut? Ist doch nicht pausiert. Arbeitsplätze haben wir auch. Ich finde das eine relativ gute Frage, warum das nicht geht. Warum macht denn hier niemand was? Hohe Priorität. Vielleicht bauen die was anderes, keine Ahnung. Aber theoretisch hätte ich gern meinen zweiten Holzfäller da.
Und die rote Plörre geht jetzt natürlich wieder zurück zu uns. Da sollte man den Deich wieder schließen. Ja, 12 Holz. Wir haben halt nur 12 Holz. Gut, hier liegen noch 9. Kriegen sie vielleicht irgendwie hin. So, ein Arbeiter, der hier auch schön am Rumnagen ist. Dann sollen sie mal schauen, dass sie das hier noch hinbekommen. Geht's ihm jetzt nicht gut, weil er nasses Fell hat oder weil er schwimmen muss? Ah ne, weil er Durst hat, okay. Verstehe immer noch nicht, warum die nicht trinken können, wenn sie ja eh im Wasser sind. Ja, das ist ja nicht mein Problem. So, 2 Punkten können wir, glaube ich, abschalten. Eine sollte ausreichen. Das wird hoffentlich gleich fertiggestellt. Und wie lange brauchen die Kiefern zu wachsen? Lange. Sehr, sehr lange. Also, nicht so lang wie Eichen, aber trotzdem. So, Nahrung sieht immer noch nicht gut aus, aber es wird ja immer mehr fertig und die können durchproduzieren, damit sich unsere Lager mal wieder füllen. Ich glaube, das ist so das Mindeste, was wir brauchen. Gut, jetzt haben wir aber theoretisch keine Bäume hier mehr, die fellbereit sind. Da hinten noch, hier würde ich auch sagen, bringt gar nichts. Wir brauchen ja hier... Ah, ist das Rad inzwischen fertig? Das ist ja praktisch. Was fehlt da? Funktioniert nicht ohne Energie. Und wieso baut... Ist da niemand drin, der ist mit Energie versorgt? Doch, jetzt. Okay. War für einen kurzen Moment verwirrt, warum das nicht klappt. So, Bretter brauchen wir auf jeden Fall. Bäume kommen früher oder später nach. Mir wäre früher tatsächlich lieber. Und dann können wir es auch mal durch Eichen ersetzen. Aber erst sobald die 2 Wälle weg sind. Okay, einer muss noch gebaut werden. Frag mich, warum ich den nicht abreißen kann. Weil ein Weg drauf ist, okay. Würde ich jetzt mal schätzen. Boah, weg damit. So, da liegt noch Holz. Da ist eine Treppe, die lassen wir am besten auch da oben. Obwohl, können wir... Nee, lassen wir da oben. Besser haben als nicht haben. So. Nahrung sieht immer noch so halbwegs kritisch aus. Bretter gehen tatsächlich, das ist schön. Haben sie hier den Weg gebaut bekommen. Dann würde ich sagen, lass mal doch ein bisschen Wasser zu uns rein. Ja. Ich würde sagen, das hat funktioniert. 6 Tage Dürre haben wir noch. Ja, ich würde sagen, das ist perfekt. So, der eine Freund hat definitiv Hunger. Da gibt es noch einen mit Hunger. Ein paar Leute mit Durst. Oh, die können doch keine 24 Stunden durcharbeiten. Machen wir mal 16 Stunden. Die kommen ja dann nicht mehr zum Kinderkriegen. Und die sind relativ wichtig tatsächlich. Sobald das Wasser hier abgeflossen ist, was jetzt der Fall ist, können wir wieder einen Weg verlegen. Ach, ist noch da. Das ist ja wunderbar. Dann hier mit dem Holz. Und dann sieht das eigentlich gut aus, dass wir die Bäume fällen können. Ja, markieren. Sehr gut. Irgendwie so. Und dann, mit viel Glück, können wir das auch noch direkt abreißen. Wäre zumindest jetzt mal mein Plan. Gut, da ist kein Biber drin. Das soll auch im Moment noch nicht so sein. Da müssen wir erstmal hinten die Wasserquelle ordentlich einschränken. Sonst ist bei Faulwasser hier eh alles überflutet. So können wir unsere Biber nicht arbeiten lassen. Okay, da kriegt man auf jeden Fall mehr Holz. Planken bekommen wir auch. Hier natürlich besser. Ja, wäre die Frage. Hier haben wir das wieder gut abgetrennt.
Das lassen wir jetzt wirklich austrocknen, es sei denn, in 2, 3 Tagen kommt direkt die nächste Faulwasserflut. Ich muss noch irgendwie hier ein paar Bäume rauskriegen, damit sie das abreißen können. Ja. Zu weit von einem Distrikt entfernt, das ist aber schade. Vielleicht, wenn wir die Biber ein bisschen strecken? Ne. Eher nicht wahrscheinlich. Wir versuchen es trotzdem. Oder reicht das jetzt? Ne. Nö, nö. Trotzdem mal Wege gebaut. Können ja zumindest versuchen, da irgendwas hinzubekommen. So, der Mr. Waldschrat hat gerade nichts zu tun. Dann darf er was anderes tun. Ihr habt eigentlich auch nichts zu tun. Ja, das ist natürlich richtig. Trotzdem macht ihr jetzt lieber was anderes. Und wenn ihr arbeitslos seid... So, wir können natürlich jetzt auch noch eine Zahnradwerkstatt gut gebrauchen. Ich würde sagen, wir brauchen mehr Speicher. Ein großer Stapel, den da können wir abreißen. Blaubeeren haben wir gerade nicht mehr. Das Lagerfeuer würde ich auch hier wegnehmen. Zumindest, dass wir den Anschein von Symmetrie kurz mal bewahren. Obwohl wir die Lager auch oben machen könnten. Hier zum Beispiel. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz da unten. Ja, müssen wir mal schauen, wie das aussieht. Aber wäre gar nicht so verkehrt, wenn wir hier einen Weg hätten. Naja. Naja. Besser geht immer. So, ihr haltet mal kurz an. Genauso wie du, bevor wir kein Rohholz haben. Ach, kommt ja Holz nach. Habt ja vergessen, dass die hier auch emsig dabei sind. Hier. Das machen wir hier gleich nochmal hin. Können ja von mir aus 2 daran knabbern. Haben eh noch Arbeitslose und dann... Zur Not müssen wir den Distrikt eröffnen. Noch eine Faulwasserflut wird uns aktuell bei der Nahrungssituation den Gar ausmachen. Da müssen wir dringend handeln. Komm schon. Jungs, mehr Elan. Höchste Priorität. Keine Güter ausgewählt, das ist aber gar nicht so gut. Was können wir da reintun? Auch Zahnräder. Ja, aber das können wir auch anderweitig lagern. Ich würde sagen, da kommt noch ein Möhrenlager hin. Irgendwie, dass wir die Nahrungslagerung da oben erstmal machen. Könnten die natürlich auch stapeln, aber... Müssten wir dann halt so versetzt machen. Beziehungsweise wir müssten da so ein Fundament machen. Ja, könnte man auch. Also versetzt muss man es nicht machen, gibt auch andere Wege. Jetzt sollen sie aber hier erstmal den Weg frei machen. Erstmal den Weg frei machen. So, das muss jetzt... Komm schon, reißt das einfach irgendwie ab. Also rot ist noch, geht noch. Abreißen. Ultra Priorität. Ultra. Mehr geht nicht. So, hoffentlich kriegen sie das auch hin. Gerade so noch mit dem Distrikt verbunden. Was ich cool finde, dass die Distrikte so lang gehen. Ach, ist das schön. Ist das schön. Faulwasserablauf. Freigeschalten. Gut. Da kann uns Faulwasser auch weniger anhaben. Das ist ja fantastisch. Dann können wir tatsächlich hier Eichen anpflanzen. So, erstmal sollen die Bäume hier abgeerntet werden. Die sehen so deprimierend aus. Und geben, glaubt, jeder 2 Holz. Ne, die kleinen Birken geben nur 1. Ne, gut. Kann man nichts machen. Passiert den besten Birken. Und wir haben keine freien Arbeiter. Was machen denn alle? Hier schön Planken und Zahnräder. Forschung läuft auch. Es rotiert zumindest schön. Was können wir denn damit machen? Speicher. Ah, den hätte ich gern.
Hier haben wir ein großes Lagerhaus. Kapazität 1200. Das können wir uns eigentlich leisten. Braucht aber 80 Planken. Uiuiui. Wohnen. Würde ich sagen, machen wir doch mal eine Dreifachhütte. Ja. Spart ein bisschen Platz. Und unsere Biber kommen aber schön unter. Und dann schauen wir mal, wie wir die Farm am besten verlagern können, eventuell. Weil Dürre beendet. Wunderbar. Jetzt darf nur kein Faulwasser kommen, obwohl jetzt inzwischen ist es mir egal. Wasservorräte gedeihen. Nahrung ist immer noch kritisch. Also solange jetzt nachproduziert wird, sollte das klappen. So, wie läuft's bei euch? Ganz gut mit dem Fällen. Können theoretisch hier auch noch eine Treppe hinbauen. Können sie sogar das da fällen. So. Dann einmal noch Bäume markieren irgendwie. Boah, reißt einfach alles nieder. Ist ja eh abgestorben, das kommt nicht zurück. So, die wachsen und müssen dementsprechend, sobald der Sprössling hier arbeitsfähig ist, auch mal wieder abgeerntet werden. Aber es kommt da rein. Braucht man eigentlich gerade auch nichts. Auch Karotten. Dann kriegt man das vielleicht ein bisschen frei hier unten. Farmbereich könnten wir natürlich auch hier machen. Ah, Wassermarsch. Sehr schön. Das finde ich wirklich sehr schön. So, ein Wasserwerk brutzelt. Wir haben trotzdem nicht genügend Arbeiter, um die Holzfällerwerke hier zu nutzen, was eigentlich schade ist. Weil die Bäume sprießen, ja. Und hier drüben wird es sich lohnen, eine Farm zu bauen. Das heißt, wir erweitern Wege mal wieder. Und kann ich das abreißen? Nicht ohne weiteres. War die Hoffnung, dass ich hier irgendwie das gescheit machen kann. Na egal, dann müssen wir hier auf jeden Fall eine Treppe hinbauen. Ich wollte es halt ebenerdig machen, aber ich krieg ja hier die Steigung weg. Ah! Okay, das wusste ich nicht. So, dann kommen die Wege hier weg. Und theoretisch hätte ich eine Landaufschüttung, Geländeblock. Das braucht 6 Erde oder was das ist. Freischalten mit 1000 km. Hm. Ja, die Frage, Deiche sind wahrscheinlich etwas billiger als diese Brücken. Boah. Nicht wirklich. Ah, ich finde, dann sieht man, dass es was Festes sein soll. Aber vielleicht trotzdem nicht der richtige Ansatz. Hätte er das mit Planken machen können. Wäre zwar noch nicht zu spät, aber ich habe mich entschieden. Wird jetzt so gebaut. So, ein junger Biber wird mal erwachsen. Habt ihr nichts mehr zu tun? Doch, habt was zu tun. Achso, das wird unter Wasser gesetzt jetzt. Ja, bin gespannt, was als nächstes für eine Katastrophe kommt. Ich hoffe ja persönlich nochmal auf eine Dürre, weil ich meinem Faulwasserkonzept noch nicht so wirklich traue. Aber das müssen wir dann sehen. Wird ja demnächst sich wahrscheinlich wieder ankündigen. Und dann werden die Dürren auch heftiger. Ich glaube, wir haben 12 Zyklen Zeit, dass die Dürren ein bisschen weniger stark ausfallen. Aber dann geht's richtig ran an den Feind. Ja, müssen wir halt rechtzeitig drauf reagieren. So, Windmühlen. Faulwasserflut. Hoffentlich funktioniert das Konzept. Hoffentlich funktioniert das mit dem Ablauf jetzt. Sehe keinen Grund, warum nicht, aber ich bleibe gespannt. Dann würde ich tatsächlich sagen, die schalten mal kurz auf arbeitslos und die auf Arbeitsmodus. Dann sollen sie mal hier das gute Holz abernten. Abernten, bevor was passiert.
Wird schon irgendwie klappen. Wasser haben wir genug, Nahrung immer noch nicht, aber wird nachproduziert. Solange es nachproduziert wird, ist es überhaupt kein Problem. So, die Biber machen noch einen guten Eindruck. Zahnräder kriegt man auch. Oh, das braucht auch so viel Forschungspunkte. Dreifachschleuse, Kontaminierungsbarriere. Kann man bestimmt auf den Boden aussetzen. Okay. Sprengstofffabrik, die hätte ich natürlich auch gerne, aber davor braucht man Papier. Für was braucht man genau Papier? Plünderer sammeln Altmetall aus Ruinen. Das braucht man auf jeden Fall. Her damit. Weil damit lässt sich hier hinten hoffentlich an dieser Quelle, die oder was da unten raustritt, diese Ruine abbauen. Und dann können wir da ein Schleusentor gescheit vormachen. Bin mir nur nicht sicher, wie weit hier die Öffnungen sind. Kann leider da nicht durchsehen. Naja, vielleicht eher schlecht. So, 1,3 Tage bis Faulwasser ankommt. Das heißt, da schließ mal. Das können wir erstmal abreißen. Wir wissen ja, dass es da hinkommen soll. Ansonsten Wasser gut. Karotten, zumindest in den Legerchen, auch gut. Ah, hier müsst ihr aber jetzt nochmal ranklotzen und das bauen, dass wir rüberkommen. Weil das wäre eigentlich fast besserer Ort für eine Farm. Und wenn wir hier eigentlich einen Damm errichten, was ich vorhab, können wir das Faulwasser von hier komplett abschneiden. Dann wäre das hier alles fruchtbarer Boden. Und da müssen wir nur zwei, drei Dinger blockieren. Und dann fließt es irgendwo anders hin. Oder kommt es hierher? Kann es dann gar nicht mehr abfließen? Also wenn man den letzten Weg davon blockiert, wäre das natürlich auch nicht so gut. Dann soll es halt darum fließen. Dann steigt das auch ein Level. Das muss etwas durchdacht werden. Aber auch nicht so arg. Irgendwie werden wir es schaffen. So, die schließe ich gleich, jetzt. Bisschen später. So. Kein Wasser soll hier mehr durchkommen. Und da kommt die rote Brühe schon. Was macht ihr immer noch hier? Jetzt ist aber Schluss mit hier irgendwas ausladen. Ich nehme euch den Weg wieder weg. Ich traue euch nicht. So. In der Hoffnung, das Faulwasser 10 Tage nur, das geht ja eigentlich auch noch. Und es funktioniert, es fließt ab. Ach, ist das schön. Mal was richtig gemacht. Nach einem Fehlversuch. Aber dennoch. So, braucht gar nicht pausieren, kann einfach Wege so legen und so legen. Dann wollen wir natürlich hier noch einen Weg zur Treppe. Und dann braucht man da Landaufschüttung. Ja, mach mal doch einfach mal so ein Brückenteil. Wir wollen ja nur hier nach hinten kommen. Und drei Jungtiere haben wir. Nur die Erwachsenen nippeln gerade immer ab. Was denn da los? Ich tu denen doch gar nichts. So, wenn ich das hier staue auf diese Ebene, passiert dann was? Nee, eigentlich nicht. Also wenn man es auf diese Blockhöhe hier stauen sollte, das Wasser hier hinten abfließen. Und dann wäre hier frei für frisches Wasser. So die Theorie. Wie die Praxis aussieht, keine Ahnung. Wir brauchen anscheinend auch einen Lagerplatz für Zahnräder. Das ist natürlich wieder was, was man im Auge behalten muss. Muss erstmal Platz dafür kommen. Ich würde sagen, Holzfäller brauchen. Wir brauchen da mehr Eichen. Weil die Kiefern bringen echt wenig Holz. Sollen sie trotzdem jetzt erstmal abbauen.
Oh, das habt ihr schon gemacht. Ihr seid ja wirklich fleißig heute. Bin ich gar nicht gewohnt von euch. So, dann braucht man Damm, 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 Damm. Nee, nicht Damm. Deich, 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 Deich. Ja, wir können hier so eine Ecke machen. Ja, dann werden sie wieder kontaminiert. Obwohl, die sollen ja eigentlich nicht damit in Kontakt kommen. So, ich möchte aber dann... Was ich möchte, ist ihnen eigentlich egal. Das muss ja ungefähr dann so aussehen. Und dann können wir hier zu dammen. Müssen wir aber Schritt für Schritt machen. Was macht ihr denn da an der Ecke? Komische Viecher. Naja, werden sie schon irgendwas dabei denken. Ah, das ist schon eine richtig, richtig coole Map. Also mir gefällt sie. Da können wir richtig viel draus machen. Dauert halt nur ein bisschen. Aber ist ja auch ein Aufbauspiel. Wäre schlimm, wenn am Anfang schon alles verfügbar wäre. Der See wird auch immer trockener, so wie es sein soll. Sieht aber gerade komisch aus mit seinen Wellen da drin. Na gut. Problem für ein andermal. So, Essen würde ich tatsächlich sagen, gut. Essen gut, Wohnraum gut. Den Bäumen geht's gut, was will man mehr? Wasser läuft ab. Zahnräder. Ein Lager für Zahnräder. 180 können wir damit speichern. Boah, was soll's. Schade, dass das nicht mehr hinpasst. Da müsste ich hinten wahrscheinlich aufschütten. Vielleicht hier irgendwo hin. Ja, was soll's da. Haben wir noch zwei Lagerplätze. Was soll's. Passt irgendwie temporär hin. Soll natürlich irgendwann besser aussehen. Wieso haben die schon wieder Hunger? So viel müssen die doch gar nicht machen. So. Wieder was getrunken, sonst versagt irgendwann wirklich noch die Stimme. Ha, und das hier können wir dann alles schon mal abreißen. Das sind mehr Ressourcen für uns. Kann ich das direkt machen? Ja. Gut. Richtig viel Rohholz gibt es jetzt nochmal, das da oben liegt. Ist gar nicht so schlecht. Und die Karotten kommen rein. Das ist ja fantastisch. Achso, und da geht mein ganzes Holz auch noch drauf. Das ist verständlich. Das will ich... Gut, das hätte jetzt nicht die höchste Priorität tatsächlich gehabt. Jo, mehr Forschung ist mehr gut. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch hinbekommen. Aber alles auf einmal geht dann auch nicht. So. Schauen wir mal. Büsche. Aha. Prioritäten. Pfade. Boah, so eine Hängebrücke hätte natürlich schon was. Und Doppel- und Dreifachplattform auch. Mittlerer Tank. Kapazität 300. Und so ein kleiner Tank hat 30. Also Faktor 10. Und dann 1200, also dann nochmal Faktor 4 oder das hochgerechnet Faktor 40. Boah. Das ist eine Verbesserung. Aber das wird auch, glaub, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder unser ganzes Dorf geht drauf. Und das sind die zwei möglichen Szenarien, die auftreten können. Hier könnte man dann auch mal irgendwem, der willig ist, sagen, er soll mal die scheiß Bieren abreißen. Die bringen jetzt auch nichts mehr. Die sind so verdorrt. Wir haben hier noch Ansichten, Distrikt 1. Ah, okay. So kann man es umschalten. Ja, globale Ansicht. Wie komme ich zurück zur globalen? Ah, Escape.
Da hatte ich für einen Moment lang Panik, dass ich da nicht mehr zurückfinde. Was hast du? Abgebrochene Zähne. Wie ist das passiert? Gibt's da irgendwas bei Wohlbefinden, Krankenbett? Kontakte oder Ort der Einkehr? Nachsinn. Zahnschleifstein. Oh, wenn es sein muss. Wo kommt der hin? Ja, ich weiß, das sieht alles gerade furchtbar aus. So plant man doch keine Stadt. Vor allem habe ich jetzt fürs Lagerfeuer nicht mehr unbedingt die Lokalität. Machen wir es halt da oben hin. Ich weiß. Sobald wir hier platzmäßig voranschreiten können, wird das besser. Wollt ihr mal das in der Ecke auch noch bauen? Ihr lieben Biberkollegen. Ja, jetzt steigt es da rüber. Das war klar. Und jetzt ist es halt überflutet. Das heißt, wir pausieren das. Einmal pausieren. Zweimal pausieren. Obwohl, da müssen wir wohl einen Biber für opfern. Weil kommt ja immer Faulwasser nach. Hier kommt ja nie wirklich frisches Wasser an. Das heißt, es bringt gar nichts, das zu pausieren. Wir müssen nur sagen, ey, macht das gefälligst schnell. Holz haben wir noch genug, aber damit wir wirklich auf der sicheren Seite sind, macht man die Produktion hier kurz aus, weil wir brauchen nur Rohholz. So. 2 Tage noch richtig mieses Faulwasserwetter. Kommt schon. Ich bin bereit, paar Biber zu opfern. Für das Wohl aller. Das hatte ich nicht bedacht, dass natürlich jetzt das Schau überschwappt. Das ist richtig. Das ist richtig dämlich. Oh, gut. Machst du nix dran? Und dann müssen wir noch 1, 2, 3, 4 setzen. So. Ja, Wege würde ich jetzt direkt nicht machen. Wir müssen ja was draufsetzen. Na, wie geht's euch kontaminierten Pilztieren? Noch haben wir keins, das unter den Auswirkungen meiner... Boah, sag mal... Arbeitsbedingungen leidet. Aber das wird sich jetzt leider nicht verhindern lassen. Dass wir das noch gefälligst abgesperrt bekommen. Abgedammt. Okay, und da arbeitet auch niemand. Warum? Kollege. Ich will das Biber mal mehr tragen können. Nur 2 Stämme auf einmal. Ja, aber wenig. So, Oberförster können wir wieder einstellen, aber ich würde tatsächlich sagen, hier kommen schöne Eichen hin. Hat sich ja gezeigt, dass die jetzt nicht mehr absterben. So. Die lassen wir noch abbauen, damit da wirklich Eichen hinkommen können. Und ich weiß, es hilft nichts. Hier mit den Deichen. Nummer 1 und Nummer 2. Das sollte noch irgendwie gehen. Braucht 24 Holz, die Hammer. Ja. Richtig hohe Priorität. Frag mich trotzdem, warum hier niemand was abreißt. Die kommen doch alle hier hin. Habe ich den Pfad falsch gelegt? Nö. Funktioniert eigentlich. Vielleicht war das bei denen keine Priorität, wer weiß das schon. Oh, das ist ja jetzt... Das ist der nächste Nachteil. Das war ja alles gestaut hier. Das Faulwasser bekommen wir jetzt nicht ohne weiteres los.
Das müssen wir jetzt tatsächlich rüberschwappen lassen. Sonst fließt das ganze Wasser ja einfach nur wieder hier ab. Oh. Wirklich Probleme beim Denken. Na gut, öffnet. Achso, da unten ist ja in Ordnung. Wir haben keine andere Wahl. Also das ist noch... Hätte ich bei Tag jetzt machen sollen. Ich sehe ja nicht, wie großartig das abstirbt. Komm schon. Schnell weg mit dem Faulwasser. Mach die Schleuse auf. Öffnet das Tor. Sollte eigentlich die Konzentration jetzt noch nicht so schlimm sein. Noch leben die Bäume. Noch leben die Bäume. Und jetzt haben wir das Faulwasser fast losbekommen. Okay. Aber Faulwasser ist Problem ist noch nicht ganz gelöst. Vor allem, wie wir es loswerden. Ich meine, ja, das geht schon. Aber auch hier Problem. Weil das fließt ja nur durch die zwei Schleusen da ab. Das killt meine Bäume mit der Zeit, aber den See will ich jetzt endlich mal trocken bekommen. Sei denn da ist Wasser drin, obwohl dann wird es steigen. Dann wird es ja steigen. Also das muss jetzt einfach irgendwie gescheit abfließen. Ah, das haben wir nicht gut gemacht. Das habe ich nicht gut gemacht hier. Das ist zu wenig, was da durchkommt. Aber mit der Zeit klärt sich das schon. Da müssen wir aber nacharbeiten. Da müssen wir aber nacharbeiten. Ich würde trotzdem sagen, das ist jetzt erstmal gut genug. Und wir haben zwei kontaminierte Biber. Das verwundert mich nicht unbedingt. Vor allem, die schwimmen ja jetzt auch noch da durch. Ja gut. Jetzt ist dunkel, jetzt sieht man nichts mehr davon. Also der See war schon hilfreich als Ablaufquelle. Ja, Dürre bevorstehen, du mich auch. Komm schon. Holzhammer zumindest. So, irre Priorität auf den. Und dann ist genug gedammt. Dann fließt es hoffentlich alles da hinten runter. Aber ja klar, wenn das Faulwasser dann hier hinkommt. Ei. Was machen wir denn da? Ich würde sagen, erstmal ein bisschen verzweifeln. Weil das fließt echt nicht gut ab. Wir könnten natürlich das nach hinten... Ach, das staut sich ja jetzt auch an. Normalerweise müssten wir hier einfach das Teil erweitern. Das Loch vergrößern. Oder Faulwasserabfluss nur nach rechts ermöglichen oder nach unten. Aber aktuell geht das leider noch nicht. So, Dürre steht bevor. Drei kontaminierte Biber. Na, hört mal kurz auf zu arbeiten. Ich mag zwar eure Arbeitsmoral, aber so viele Biber können wir nicht opfern. Vier kontaminierte Biber. Jetzt reicht's aber. Also die sollen hier nicht mehr rüber. Obwohl, jetzt ist eigentlich egal. Jetzt ist eigentlich egal. Dann reicht das Wasser zumindest wieder länger. So, ihr hört mal kurz auf zu bauen. Du hörst mal kurz auf zu forschen. Ich will, dass das letzte gebaut wird, sonst ist das Opfer der vier ja völlig für die Katz gewesen. Okay, der kann das sogar von oben bauen. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Komm schon.
1,1 Tage bis Dürre. Bringt jetzt vor allem nicht mehr viel, das hier wirklich anzustauen, weil es ja hinten wegläuft. Und hier hat man immer noch das Gefühl, dass es leicht kontaminiert ist. Und hier ist es ein bisschen mehr kontaminiert. Na, ob die Seetrockenlegung, das ist das einzige Problem gerade. Das so klug ist im Moment, weiß ich nicht. 5 kontaminierte Biber. Ja, leck mich doch. Da unten ist doch alles gebaut. Das soll doch wegfließen. Okay, jetzt machen sie aber zumindest hier sauber. Dürre beginnt gleich. Okay, ihr kommt immer noch hier rüber. Achso, weil ich gesagt habe, jetzt ist eh egal. So, 6 Biber Hammer, 5, die leider ziemlich krank sind. Hätten sie halt nicht im atomverseuchten Wasser hier arbeiten sollen. Aber dank denen haben wir es tatsächlich geschafft, das hier abzukapseln. Und dass wir hier einen reinen Fluss dann bekommen. Ich würde sagen, das war es wert. 20 Tage. 20 Tage Dürre stehen uns bevor. So, ich mache die Schleuse zu, damit das Wasser nicht wegläuft. Das kann natürlich auch passieren, wenn es hier austrocknet, dass es einfach wieder in die andere Richtung läuft und seucht. Das wäre gar nicht gut. Okay, solange die 6 noch irgendwie gesund sind, ist es ja machbar. So, ich würde sagen, einmal ein Zahnradlager können wir gar nicht dazu machen. Das ist aber Pech. Behandelte Bretter, Altmetall, Erde. Ich weiß noch nicht, wie ich Erde bekomme. Sag mal, einmal Altmetall, einmal Holz, was soll's. Also mit der Nahrung sieht es jetzt deutlich besser aus. Vor allem die wächst und gedeiht ja noch ein bisschen. Na, schau, wieder so viel Biber geopfert. Das tut mir schon ein bisschen weh. So, ihr könnt die Arbeit aufnehmen, aber glaubt mir, reicht erstmal ein Arbeiter da. Wasser bitte 2 Stück. Ansonsten haben wir noch einen Arbeiter. Einmal Holz fällen, bitte. Ohne Holz nichts los. Boah, und dann fehlen wieder natürlich die billigen Arbeitskräfte. So, ich würde auch sagen, den mach mal weg. Sieht das einfach bisschen besser aus. So, nachdenken. Wie kriegen wir es hin, dass Faulwasser nicht mehr durchkommt? Hilft eigentlich nichts. Wir müssen die Quelle da zum Versiegen bringen. Dann braucht man den zweiten Distrikt. Dann machen wir ihn auf. So. Distriktzentrum. Alles klar. Okay, jetzt haben wir 5 Kontaminierte. Warum? So, Distriktgrenze, Schlepperposten, Distriktknotenpunkt, Schlepperposten. Ich dachte, es gäbe irgendwie noch so ein Tor, was man ranmachen müsste. Keine Ahnung. Das passt ja genau. Der heißt jetzt Distrikt 3. Kann man das umbenennen? Distrikt 2. Boah. Hatten ja davor einen da schon mal stehen. Ich weiß bei den Distrikten nicht, wie das genau funktioniert. Vor allem, das zählt jetzt zum anderen. Das will ich doch gar nicht. Das sollte ja zu dem hier zählen. Zählt es auch irgendwie? Können die sich inzwischen überlappen? Okay. Wir glauben denen einfach mal, dass das so ist. So, wie kommen wir da geschickt jetzt hin?
unten am besten. Also wenn sie direkt hier den Weg langlaufen könnten. Na, das doch, das sieht gut aus. Muss nur die Kamera dazu bewegen, mehr Vogelperspektive zu machen. So, also ich würde sagen, sieht scheiße aus, muss aber nur funktionieren. Muss nicht gut aussehen. Und dann nicht hier, sondern da und Treppe hin. Und gib ihm. Ja, wäre jetzt so mein Vorschlag. Und Arbeiter müssen wir natürlich auch hier hin tun. Das Problem ist, ich brauche auch Leute für den Transport. Das kann ich mir gerade hier nicht leisten. Das müssen wir bei der nächsten... So, ja, bei der nächsten. Wenn wieder Faulwasser kommt, ist Essig mit dem Distrikt hier. Kann man zwei übersiedeln? Eigentlich nicht. Gibt es kein Distrikt-Tor mehr? Muss mir echt mal die Änderung durchlesen. Ich glaube, ich habe bei Update 1.1 alle meine Zeit verspielt. Das heißt, ich weiß nicht, was seitdem geändert worden ist. Oder 1.2, keine Ahnung. Hohe Antriebswelle, Schwerkraftbatterie. Ja, warum nicht? Wasserrad, Energierad. Gutes Rad ist teuer. Tanzsaal. Dekoration brauchen wir gerade nicht. Distrikt. Okay, Schlepperposten. Dafür fehlen mir aber tatsächlich die billigen Biber-Arbeitskräfte. Und ansonsten schaffen die das, glaube ich, nicht dorthin. Fahne, Metall. Metallfahne, so. Zu weit vom Distrikt entfernt, warum? Ah, bestimmt, weil die Treppe nicht gebaut wurde. Ja, da braucht man eigentlich jetzt Treppe und Lager und alles eigentlich. Speicher. Mittleres Lagerhaus, großer Stapel. Ach komm schon. Also, nee, es reicht ja nicht. Wir brauchen mehr Biber sonst. Macht gar keinen Sinn, den Distrikt aufzumachen. Nochmal löschen vielleicht. In der Hoffnung, dass er die Treppe noch hinbekommt, was ich bezweifle, aber wer weiß das schon so genau? Ach, das war nicht das Distriktzentrum, das ist es. Ja. Ja, ich würde sagen, das geht jetzt gerade noch so bis hier. Hab den Weg unterbrochen, das ist klar. Hätte ich vielleicht ändern sollen. Na? Ja, das sieht doch gut aus. Die werden zwar Hunger leiden, aber die Treppe kriegen sie hin. Irgendwie. So, den Holzfällerposten machen wir auch mal zu. Das machen wir auch mal zu. Jetzt haben wir tatsächlich eine Arbeitskraft. Glaub, die könnte helfen beim Ernten. Erstmal beim Ernten helfen. Bevor alles verdorrt. Sind noch 13,5 Tage Dürre. Könnte sogar sein, dass das Wasser hier dann komplett austrocknet und dass sie gar keinen nassen, feuchten Hintern mehr bekommen. So, eine Metallfahne bitte. Metallfahne. Oh, klappt noch. Klappt irgendwie noch. Rotation. Ist das jetzt noch dran? Ich glaube, das ist noch dran. Gut, hohe Priorität und natürlich den da abbauen. Und wenn es klappt, müssen wir da nur ein Schleusentor reinmachen und wir haben gar keine Faulwasserprobleme mehr. Überflutet. Okay. Ah, die Dürre ist lang genug. Der wird irgendwann freigelegt sein. Früher oder später. Dieses Wasserstandniveau... Okay, relativ gleich. Ja gut, was will man machen? So, eine Arbeitskraft hier noch. Wasser gut.
Damm, sehr gut. Freut mich, dass das geklappt hat. Und bitteschön Nachwuchs zeugen. Das wäre jetzt mein größter Wunsch wieder, nachdem ich da 5 Biber, sagt man mal, verschrotet habe. Durch unangemessene Arbeitsbedingungen. Ja, die haben was Großes geleistet. Was ich jetzt nicht wüsste, wie das aussah bei einer anderen Dürre. Wieso läuft das eigentlich nicht so gescheit ab jetzt? Achso, weil sich ein See gebildet hat. Aha. Man könnte ja annehmen, dass das jetzt auch mal wieder mit der Zeit... Achso, ich hätte es ja in einer langen Dürre bauen können, wenn hier gar nichts drin ist. Das hätte 5 Bibern das Leben gerettet. Ups. Passiert. Passiert den Besten. Wenn man nicht abwarten kann, passiert genau sowas. Ja, ja. Gebäude ist gleich nicht mehr überflutet, so wie es aussieht. Oder war das nur der Sonnen... Ah, war vielleicht nur der Sonnenwechsel. Wir werden es aber schaffen. So, immer noch nur 10 Zahnräder. Dann tun wir da oben doch mal Zahnräder rein. So, 200 können wir lagern. Genauso wie 600 Karotten. Für irgendwas muss das gut sein. Naja, ruiniertes Metall. Ich bin aber ganz speziell an dem ganz hinten interessiert. Oh, hier ist noch Faulwasser. Igitt. Igitt. Nicht weiter kontaminieren, Leute. Ja, ihr müsst ja alle da durch. Scheiße. Scheiße. Ich würde sagen, das müssen wir aufmachen. Hätte man davor machen sollen. Okay, Wasser sollte durchlaufen. Ach, ist auf der Ebene darunter. Ja gut, das Faulwasser wird natürlich auch austrocknen, das ist klar. Aber wenn jetzt noch mehr kontaminiert werden, vor allem durch meine dämlichen Abrissarbeiten, auch nicht gut. Auch nicht gut. Ach, ich mag das Faulwasser-Update. Ja. Gebäude benötigt Arbeiter. Ja, auf jeden Fall. Wo? Her damit. Lasst die Arbeit überall liegen. Wo auch immer ihr noch arbeitet. Ja, am Holzschuppen vielleicht. Lasst es. Haben wir jetzt einen Arbeiter? Ja. Dann bau mal ab, Kollege. Ah, da kommt er. Dann darf er auch gleich ein bisschen länger arbeiten. Und wie schnell machst du das? Altmetall 119. Das ist nicht sehr viel, was du da hinbekommst. Da braucht man noch eine andere Fahne. Und vor allem Altmetalllager. Kleiner Stapel. Ja, hier. Da kommt jetzt Metallblöcke. Sind das Metallblöcke, die davon kommen? Muss ja eigentlich. Schauen wir mal nach. Nee, Altmetall. Altmetall? Ah, Altmetall. Gibt's tatsächlich auch. Na gut. Ja gut, dann, wenn kein Faulwasser hier nachkommt. Aktuell können wir natürlich wieder hier den Deich bauen. War jetzt dämlich, dass ich das überhaupt aufgemacht habe, aber was soll's. Irgendwas ist ja immer richtig. Boah, der Kollege hat Durst. Nicht zu Unrecht. Noch eine Altmetallfahne. Metall, Metall, Metall. Ruine. Und 114. Also. Hätten wir hier 114 Produktionsgebäude und 114 Biber, wird das ja relativ schnell gehen. Jo. See wird trockengelegt. Bleibt dabei, der Deich ist da. Wenn jetzt eine Faulwasserflut kommt, dann haue ich meinen Bildschirm. Liebevoll, aber bestimmt.
Weil erstmal müssen wir da schauen. Oh je, ich glaube mit den anderen Altmetallbeinen, das dahinter, kriegt man die Quelle nicht dicht. Weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Könnt man mal schauen. Aber erstmal ist das hier wichtiger. Arbeiter gibt's. Die brauchen aber. Die brauchen eine gewisse Zeit. Na gut. Lässt sich nicht ändern. Nahrung ist gut, Wasser ist gut. Kontaminierte Biber ist nicht gut, aber das regelt die Zeit. Auf die eine oder die andere Weise. Aber ist unsere längste Dürre bis jetzt und ich würde sagen, wir sind ganz gut aufgestellt. Das halten wir auch noch 15 Tage länger durch. Obwohl Wasser... Ja... Vielleicht nicht. Ich glaube, ich brauche ein großes Wasserfass. Sonst wird es eventuell doch etwas knapp. Oder natürlich mehr Staudämme. Ja, das hat sich gerade als problematisch erwiesen. So, schönes Altmetall habt ihr da. Noch 105 und dann sehen wir mal, dass da wahrscheinlich noch direkt was anderes dahinter ist. Ja. Sieht auch so aus. Aber irgendwo da unten kommt das Wasser raus und das müssen wir aufhalten. Aber es sind, so wie es aussieht, maximal die zwei, die abgebaut werden müssen. Bin gespannt. Distrikt 103, um Abhilfe zu schaffen, solltest du deine Pfade optimieren oder den Distrikt in kleinere Distrikte aufteilen. Wow, das ist mir auch klar. Schick mal Biber rüber, die das machen. Es dauert wahrscheinlich noch. Keine freien Arbeiter, das ist schade. Glaube ich, muss die mal dazu animieren, wirklich wieder weniger zu arbeiten. Keine Ahnung, ob irgendwas davon abhängt, wie viel Vermehrungslust die haben, aber vielleicht ja doch. Je nachdem, wie hoch das hier ist. Das ist eigentlich Felsen, das heißt, wir können auch nach oben eigentlich dammen. Dann wird nur das Problem, wenn ich... Also, hier wird gar kein Problem, weil... Bevor das da rausschwappt, läuft es über den Rand der Map, so wie das eigentlich sein sollte. So, jetzt haben wir 7 Biber. Das gefällt mir. Mit 7 Bibern kann man was anfangen. Weiß zwar nicht was. Ah, das werden wir irgendwann rausfinden. 99 Altmetall noch. Ja, besser haben als nicht haben. Weiß nur nicht, wo sie das gerade lagern. Ist, ja. Entfernung, ja, Entfernung ist groß, aber warum lagert ihr es hier nicht ein? Habe ich euch was getan? Oder habe ich hier ein besseres Lager irgendwo? Einer könnte theoretisch noch arbeiten. Warum macht das nicht, ist eine andere Frage. Also hier hätte man ja wirklich genügend abzureißen. Ah. Hat denen einfach die nötige Wegemotivation gefehlt. Das passiert den Besten. Interessant, dass hier immer noch Faulwasser wirklich steht. Dachte, so langsam sollte es auch mal verdorren. So, hier Faulwasserquelle nochmal. Aha. Glaubt das, ich habe halt die eine geschickte Abflussroute auf dem Layer kaputt gemacht. Weil das ist ja hier zwei tiefer gewesen. Eins tiefer gewesen. Ist egal, es hat anders abfließen können. Und ich mache es jetzt einfach so gemein wie ich bin, damm ich das. Und verdamm die ganze Zivilisation da rechts. Naja, egal. Das kriegt man später durch, ja, gescheites Geoengineering auch wieder hin. 91 Stück.
Ich würde tatsächlich auch die Ruine einfach abreißen lassen. Wenn ich denn könnte. Ich weiß, Altmetall soll man nicht verschwenden. Aber wenn ich es könnte, würde ich es tun. Ne, das müssen sie von Hand abtragen, leider. So, aber die Dürre endet bald. Und wenn dann Faulwasser kommt, dann fluche ich wirklich. Gerade so schön hier alles am Kommen, muss nur hinten das gescheit abdammen, damit ich da eben entsprechend so ein Schleusentor habe, das ich an- und ausschalten kann. Naja. Wie gesagt, im schlimmsten Fall diese zwei Säulen, die mal loswerden müssen, weil sonst kann ich da nichts hinbauen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ah, jetzt lagern sie Altmetall hier. Und das sieht eigentlich ganz schön aus. So, wir haben noch einen Arbeiter. Noch eine arbeitswillige Person. Na gut, Holzfäller hätte man vielleicht direkt da reinsetzen können. Machen wir es hier vielleicht an die Ecke. Kann ich die Ressource einfach abreißen? Hoffen wir es. Hätte ich auch einfach fällen können. Na gut. Dann einmal Walte deines Holzfälleramtes. Ach ja. Schöner See. Hätte ich gleich eine Schleuse reingemacht, hätte man den mit Frischwasser füllen können. Naja, denkt mal dran. Nö. So, die sind emsig am Abbauen. Noch eine Metallfahne könnte ich natürlich auch hinbauen. Brauchen da gerade jede pelzige Pfote, die wir entbehren können. Noch 85 Stück, also gar nicht so schlecht. Dann darf der Kollege hier mal wieder aufhören zu arbeiten. Ich muss hier anfangen zu arbeiten. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Sieht doch ganz gut aus. Ich habe so das Gefühl, das nächste ist wieder Faulwasser. Eine Dürre wäre mir so viel lieber. Wasser geht auch wieder zur Neige. Ist das alles scheiße? Brauchen auf jeden Fall ein großes Fass. Großes Fass aufmachen. 20 Zahnräder. Ich habe 10. Weiß auch nicht, wie man das Problem lösen soll. Da kommt auf jeden Fall jetzt nochmal ein Deichchen, damit ich das Fass da irgendwie unterbringe. Na, ich weiß, sie sind hier ganz schön auf Wanderschaft. Also sobald es überflutet ist, bringt das ja auch nichts mehr. Das können wir wirklich nur in der Dürre abbauen. Keine Arbeitskraft dafür. Wäre aber schlecht. Wo sind die Arbeitskräfte hin? Hört mal auf, hier zu farmen. Keine Aufgaben in Reichweite. Da ist doch eine Aufgabe. Und vielleicht kriegt das nur einer hin. Du weißt es schon. Dürre beendet. Okay. Dann können wir das eh vergessen hier. Wenn die überflutet werden, bringt das alles nichts. Ja, abtransportieren können sie es noch, aber ansonsten wüsste ich auch nicht. Ja, wir müssen hier halt, wir können es nicht einfach so überdammen, weil sonst quillt es ja hier wieder rüber. Obwohl, dann wird es da reinquellen und abfließen. Vielleicht braucht man das gar nicht so elaboriert. Wird ja theoretisch reichen. Hier haben wir so eine, von mir aus, Doppelschleuse. Nehmen wir das mal weg. Manche Ideen sind besser als andere. So. Ah, dass das wirklich auch nur aus einem Loch da sprießt, macht mir noch ein bisschen Sorgen. Hier so eine Doppelschleuse. Einfach hier hin. Und wenn Faulwasser kommt,
musst es halt nach rechts. Eine Doppelschleuse, gut. Deich auf gleicher Höhe am besten auch gut. Ja, das ist hier wieder die Frage, reichen zwei eigentlich nicht? Weil muss ja dann da hoch, sonst wird es wieder hier reintröpfeln. Ah, da müssen wir kurz auf Tag warten, sonst kann ich das nicht entscheiden. Das muss auf jeden Fall darüber schwappen und darf nicht darüber schwappen. Aber wenn wir wirklich sagen, okay, da kommt so ein Teil hin. Zu weit vom Distrikt entfernt. Ja, das kriegt man irgendwie auch noch gebacken. Wenn wir sagen so, dann haben wir auf jeden Fall die Höhendifferenz. Jetzt braucht man natürlich noch eine Treppe an geeigneter Stelle, um hier auch was anfangen zu können. Das mit den Treppen ist so eine Sache, ich weiß. Hier vielleicht? Ja, sieht gut aus. Ja, ich bin mir sicher, dass ich es löschen will. So. Dann macht was draus, Kollegen. Sollten sie eigentlich hinbekommen. Beim oberen bin ich mir nicht sicher. Oh, das ist schon wieder so. Ah, da. So wird's irgendwie werden. Ja, lass mal Wasser nachkommen, Kollegen. Lasst mal Wasser nachkommen. Wir haben 6 Arbeiter, die bereitwillig irgendwas machen wollen. Bitte. An die Wasserpumpen, Kollegen. Farm im Moment nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass wir das Faulwasser loswerden. Beziehungsweise vorbereiten, dass wir das wirklich einfach nur schleusen können. Und dadurch braucht man jetzt relativ schnell relativ viele fleißige Arbeiterbienchen, die hier der Meinung sind, sie kriegen das hin. Und dann ist eigentlich kein Problem, dann leiten wir es hier weg. Das hätte man gleich machen sollen. Anstatt hier irgendwie zu erzwingen, dass Metall wegkommt. Das Lager ist überflutet, das tut mir aber leid. Aber schaut, das hat sich gelohnt, hier einen Damm zu machen. Kommt hier nur das schöne blaue Wasser durch. So sollte es sein. So, boah, lass mal halt 3 Leute pumpen. Können eh nicht viel anderes machen. See ist tatsächlich beinahe trockengelegt. Das freut mich. Die Eichen müssen theoretisch abgeholzt werden. Holz, Holz, Holz. Und hier sagt man natürlich, dass alles Eichen werden sollen. Irgendwie so. So. Also die noch nicht. Kann ich die einfach abreißen? Nicht mit Delete, sondern die muss ich so auswählen. Na gut. Kriegt man noch irgendwie. Kriegt man noch irgendwie unter einen Hut. Straßennetzoptimierung kommt auch. Machen wir es hier vielleicht doppelt. Doppelt hilft besser. Nee, wahrscheinlich nicht, aber wir versuchen es. Ja, ja, da ist recht. Oh, bitte kein Faulwasser als nächstes. Ihr habt ja noch nicht mal Treppen gebaut. Habt ihr noch nicht mal was hingeliefert. Ist auch schwierig bei der Strömung, würde ich sagen. Achso, ihr baut auch da. Was baut ihr denn? Das Teil. 12 von 12. Hätte es jetzt auch noch voll bauen können. Naja. Das ist gerade Jammern auf hohem Niveau. Wir haben immer noch 5 kontaminierte Biber. Wie auch immer das möglich ist. Na gut, aber ich sehe gerade auf die Uhr und würde sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.